Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Tungendorfer und Tarsdorfer, liebe Gemeinde, liebe Freunde der Andreasgemeinde. Zunächst steht die Allianz Gebetswoche vor der Tür. Durch den Lockdown hat sich da natürlich auch vieles verändert. Die aktualisierten Informationen findet ihr auf dem Informationsblatt, das bei uns ausliegt, oder auf der Website der Evangelischen Allianz Neumünster. Der Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, dem 10. Januar 2021, findet um 10.30 Uhr statt. Er wird zentral aufgenommen und per Livestream übertragen. Dieser Livestream wird auch bei uns in der Gemeinde zur Gottesdienstzeit gezeigt. Man kann ihn also bei uns in der Kirche oder zu Hause verfolgen. In der Kirche natürlich mit Anmeldung. Die Gebetsabende müssen leider ausschließlich als Zoom-Meetings stattfinden. Infos und Zugangsdaten dafür findet ihr auf der Homepage der Allianz. Ich kann euch nur sehr ermutigen, das mal auszuprobieren, euch von irgendjemandem zeigen zu lassen, wie ihr in eine Zoom-Sitzung reinkommt. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn ihr den Link auf der Homepage gefunden habt. Oder auch mal auszuprobieren, wie das ist per Zoom, miteinander auszutauschen und zu beten. Es gibt übrigens auch einen Zugang per Telefon sowie einen Zugang per Schnelleinwahl. Auch das findet ihr auf der Internetseite der Allianz. Das 24-7-Gebet, also das Gebet rund um die Uhr, findet natürlich auch nicht vor Ort statt. Aber im Google Doc können dafür Links eingetragen werden, in welchem Zoom-Raum man sich trifft. Und so kommt man denn dahin, auch da die Zugänge auf der Internetseite. Der Abschlussgottesdienst mit Kanzeltausch findet zu den normalen Gottesdienstzeiten in den Gemeinden statt. Bei uns findet er also am Sonntag, dem 17. Januar, statt mit Siamak Amin Mansur aus dem Café Jerusalem als Gastprediger, Anmeldung im Gemeindebüro oder direkt auf unserer Homepage. Was ist sonst los? Unser Konfirmandenunterricht beginnt nächste Woche wieder am 12. und 14. Januar, aber natürlich auch nur über Zoom. Dann ist der Haushaltsplan ja im letzten Jahr noch beschlossen worden für 2021 und er liegt jetzt im Gemeindebüro aus und kann zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. Der verschärfte Lockdown isoliert natürlich auch uns. Und darum möchte ich euch sehr ermutigen noch einmal und auch aufrufen, haltet Kontakt miteinander per Telefon, per Skype oder per Zoom. Wenn man sich dazu nicht regelmäßig aufrafft, kriegt man irgendwann nicht mehr die Kurve. Darum lasst es euch zeigen oder wenn ihr es könnt, zeigt es anderen und probiert es miteinander auf. Wir bitten euch, betet füreinander und betet auch für uns, besonders auch für die Einsamen und für die Erkrankten. Und scheut euch nicht, in der Gemeinde anzurufen, wenn ihr Hilfe benötigt. Auch die Aktion Tungendorf hilft, läuft noch weiter. Also auch da kann man sich Hilfe suchen, wenn man sie braucht. Unsere Andachtsimpulse kommen auch im neuen Jahr immer frisch am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Und die Hauskreisleiter erhalten weiterhin ihre Anregungen, auch wenn wir uns nicht in gewohnter Weise treffen können. Interessierte können diese Impulse gern auch zugesandt bekommen zum Selbststudium. Wenn Sie sagen, es interessiert mich mal, was da so an Auslegungsimpulsen ist, dann gebt mir einfach eine Nachricht, dann nehme ich euch in meinen Verteiler mit rein. Und jetzt wünsche ich euch und wir von der Andreasgemeinde wünschen euch ganz herzlich Gottes Segen und Schutz im neuen Jahr 2021. Und wir beten darum, dass es mit der Pandemie auch bald besser wird und dass wir uns wieder viel direkter begegnen können als jetzt. Bleibt behütet. Musik.